Hallihallo und willkommen zu einer neuen Comic-Kritik, diesmal mit Talon, dem Megaband. Davon gibt es nur einen, da es nur ungefähr 17 Hefte davon gab, haben sie dann einfach in einen Megaband reingequetscht. Auf über 400 Seiten, 30 Euro kostet das Ding. Und ja, wenn man Batman-Fan ist und dieses bei Scott Snyder's Run in Batman New 52 mit den Art of Oil mochte und die Talons interessant findet, könnte hieran sehr viel Spaß dran haben, wie ich zum Beispiel. Der Geheimbund von Gotham ist der Untertitel dieses Comics. Autor ist hier bei Scott Snyder, das ist schon mal eine sehr, sehr gute Sache. James Tynion, Margaret Bennett, Tim Selleck und Christy Marks machen auch noch den Autoren. Und zu haben wir hier Quille March, Joan Jones, Rip, Miguel Angel Sepulveda, Graham Nolan, Simon Grodansky, Emmanuel Simeoni, George Lucas. Nicht George Lucas von Star Wars, sondern mit Y, York, aber wird ja trotzdem fast zugleich ausgesprochen. Michael Giannini, Romano Molinar und Scott McDaniel. Zeichnungen sind hier überwiegend auch sehr gut eigentlich. Da habe ich eigentlich nichts zu meckern. Also sie sind auf sehr gutem Niveau, für so eine Nebenserie wie eigentlich Talon. Also ist das eigentlich überraschend gut sogar, die Zeichnung. Und beinhaltet ist hier Talon 0 bis 17 und auch Birds of Prey 21. Aber den findet man auch in den Birds of Prey Megabänden. Das doppelt sich dann eigentlich nur. Aber weil der Talon in diesem Heft mit den Birds of Prey aufeinander trifft, haben sie es dann hier auch noch reingetan. Ja, hier drin bekommen wir mit Heft 0 erstmal von diesen Talon die Origin Story, die sind sehr interessant ist, die ich jetzt aber natürlich nicht spoilern möchte für die Leute, die das auch lesen möchten. Und er trifft auf einen älteren Mann, der mit seiner Hilfe den Rat der Eulen praktisch stürzen möchte. Hier ist überwiegend der Rat der Eulen auch der Gegner, denn dieser Talon hat sich ja den Rat der Eulen praktisch widersetzt und versucht, die fertig zu machen. Dabei trifft er auch noch auf zwei Frauen in seinem Leben aus der Vergangenheit, die aber auch weiterhin Bestandteil seines Lebens in der Zukunft sind, über die ich jetzt auch nicht so viel sagen möchte, da die auch eine große Entwicklung haben, praktisch mehr oder weniger, und halt auch ein richtiger Punkt der Origin-Story sind. Hier drin bekommt dieser Talon es auch mit Figuren wie Bane zum Beispiel zu tun und auch zum Beispiel mit so einem riesigen Mega-Talon. Mit Batman trifft er aufeinander, mit den Birds of Prey natürlich. Und das sind so ganz kleine Crossover. Bane ist dann zum Beispiel auch einer der Gegner. Wir bekommen auch hier und da ja viel vom Santa Prisca mit. Und ja, dann haben wir es auch noch in sehr gut geschriebenen Story, die sogar einen Plot-Twist beinhaltet, zu tun. Und einfach unterhaltsame Charaktere im Großen und Ganzen. Und dann halt natürlich, dass man bemerkt hier sehr gut, dass es halt bei Batman so spielt, man ist hier in Gotham. Es sind dann so kleine witzige Sachen, wie man bemerkt nach den ganzen Sachen mit Batman und den Rat der Eulen, dass der Rat der Eulen auch richtig Respekt vor Batman hat praktisch, also auf Angstniveau. Und das macht schon sehr viel Spaß. Und Talon hat mich wirklich positiv überrascht. Also ich bin da so normal rangegangen, ich mag die Talons, finde die sehr nett, aber finde sie jetzt nicht bombastisch oder so. Trotzdem versuche ich ja alles aus New 52 zu lesen, also das dazu. Und es hat mich dann echt überrascht, irgendwie, wie gut das unterhalten hat. Und wie schon gesagt, du hast dann hier die ganze Story von diesen Talon in einem Megaband drin und fertig. Und dann musst du keine große Sammlung sammeln, wenn man einen das stört. Das kann er auch geben. Ja, von mir bekommt Talon eine sehr gute, ja, 8,5, weil 9 finde ich schon ein bisschen zu krass, aber 8 auch schon irgendwie wieder zu wenig. Darum 8,5 von 10 für Talon. Ja, wenn ihr das Band denn schon gelesen habt, schreibt mir in den Kommentaren, wie ihr es denn findet und was ihr von den Talons generell haltet. Weil ich muss ja sagen, also in den Batman-Comics mit Nacht der Eulen und so weiter hat echt viel Spaß gemacht. Und generell, der Rat der Eulen war eine echt gute Idee und wurde dann ja sogar in der Serie Gotham auch gemacht, obwohl das im Vergleich zu den Comics ja eher schwächer war. Aber trotzdem, macht sehr viel Spaß. Und bin mal gespannt, ob es in den nächsten Jahren irgendwas noch weiterhin gibt, weil in DC Rebirth, glaube ich, gibt es jetzt noch zum Beispiel gar keine Anzeichen davon, dass da es weitergehen könnte mit den Ratrollen oder Talents. Aber naja, was noch nicht ist, kann noch werden. So, das soweit, was ich zu diesem Band sagen wollte. Bis zum nächsten Mal. Ciao.